die Projektidee ist letztes Jahr nach dem ersten Projekt entstanden. Dann kam die Mail vom Kultusministerium, dass der Nachhaltigkeitswettbewerb abgesagt werden muss. Und da haben wir natürlich gedacht, jetzt versuchen wir unser Glück und bieten an, den Nachhaltigkeitswettbewerb zu digitalisieren. Unser Ziel war, dass wir andere Schulen motivieren, nachhaltiger zu werden und dass wir halt Ressourcen auch auf jeden Fall noch mitsparen. Der BEGO-Wettbewerb bedeutet für mich, dass man Zusammenhalt zeigt, dass man Teamfähigkeit beweist. Also es war immer nach Stärken aufgeteilt. Unsere Beziehung hat sich schon verbessert, weil wir zusammengearbeitet haben. Dann hat man auch mal so geredet und dann hat man viel untereinander so kennengelernt, was man davor so nicht wusste. Mit der Zeit wurden wir alle ein Team. Also ohne Probleme läuft auf jeden Fall kein Projekt. Die größte Herausforderung war mit der Webseite, also sich erstmal da einzuarbeiten. Oder eventueller Zeitdruck. Aber haben wir alles hingekriegt am Ende. Unser Projekt fand dieses Jahr komplett online statt, also digital. Im digitalen Raum, da ist natürlich Mediengestaltung bzw. Medien generell unerlässlich. Meine Rolle war es, den Schülern die nötigen Kenntnisse zu vermitteln. Am meisten überrascht haben mich meine Schülerinnen einfach mit dem Ehrgeiz, den sie da entwickelt haben. Also ich bin total stolz.